Phoenix Classics. Bäume sind Lebewesen und sie leben in einer geheimnisvollen Welt. Sie reden miteinander, sie helfen sich gegenseitig und sie erziehen auch ihre Kinder. Hier in diesem Wald, dem Hümmeler Wald, der 4000 Jahre alt ist, in einem Buchenwald, sind sie Förster. Peter Wohlleben, wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, als Förster, der ja vor allen Dingen hegt und pflegt, wie man so schön sagt, nun plötzlich das Leben der Bäume zu entdecken? Also ursprünglich wollte ich schon als kleines Kind Naturschützer werden und habe dann mehr oder weniger zufällig Forstwirtschaft studiert, weil ich dachte, na ja, Wald und Natur, das ist ja eigentlich fast dasselbe. Und habe dann angefangen, konventionell zu wirtschaften. Das ist nämlich das, was man beigebracht bekommt, nämlich in Plantagen. Das heißt also relativ hart, mit Kahlschlägen, auch mit Gifteinsätzen. Und ich habe mich dann relativ rasch gefragt, ist es das, was du wolltest? Das ist doch was ganz anderes. Und habe mich dann eben anders orientiert, an Betrieben, die ökologisch wirtschaften. Da gibt es nicht allzu viele in Deutschland, aber es gibt welche. Und habe dann eben bei diesem sanfteren Umgang mit dem Wald auch neue Dinge entdeckt. Also zum Beispiel eben, dass Bäume ganz soziale Wesen sind. Wir denken hier bei Bäumen immer sofort an Sauerstoff, an Holz, an Wasser, also an ganz viele Dienstleistungen für den Menschen. Und ich sage immer, wer denkt da eigentlich daran, wenn er einen Elefanten sieht? Und so ein Baum ist für mich praktisch ein Elefant. Und das ist das, was ich im Bewusstsein gerne ändern würde, dass man dieses Wesen für sich selbst schätzen lernt und nicht für die Dinge, die es uns Menschen liefert. Man muss genau hingucken. Das wollen wir jetzt mal machen in den nächsten Minuten. Zum Beispiel bei diesem Baum. Das ist ja auch eine Art von Elefant. Und wenn wir hier stehen und diese enorme Wurzeln sehen, dann sind die ja nicht, um uns schönes Grün zu präsentieren, sondern die haben ja einen Zweck. Da steckt ja was dahinter. Was ist bei diesen Wurzeln so besonders? Warum hat der so starke Wurzeln ausgebildet? Also Wurzeln kennen wir als Halteorgan oder zum Wasser- und Nährstoffe ansaugen. So, das ist das, was wir aus dem Biologieunterricht kennen. Aber was dieser Mutterbaum, um einen solchen handelt es sich nämlich jetzt hier macht, der stillt gerade seine kleinen Kinder. Diese kleinen Buchen hier, die übrigens schon älter als 10 Jahre sind, die wachsen ganz langsam. Die sollen langsam wachsen. Also Baumjugend hat Zeit. 200-300 Jahre, bevor sie vielleicht in die Schule und irgendwann ins Erwachsenenleben starten dürfen. Ganz, ganz langsam. Und damit sie auf dieser Zeit einigermaßen durchs Leben kommen, damit sie genug Energie haben, deswegen werden sie über Wurzelverwachsung von diesem alten Baum ja regelrecht gestillt, also mit Zuckerlösung versorgt. Jetzt hat man die Verbindung zwischen den Wurzeln und einer wie auch immer gearteten Nährstoffverteilung ja schon im Hinterkopf. Aber da muss man ja sehr genau hingucken, wenn man hier diese kleinen Bäumchen entdecken will. Warum sind die eigentlich so klein, wenn die schon so viele Jahre alt sind? Die Elternbäume, die drosseln den Lichteinfall bis auf 3% des Sonnenlichts runter. Also es ist eigentlich ganz, ganz dunkel für diese kleinen Bäume. Und das ist der Sinn der Sache. Man hat herausgefunden, dass nur Bäume, die in den ersten 200 bis 300 Jahren sehr langsam wachsen, uralt werden können. Und deswegen werden die eben gebremst. Die bilden ein ganz dichtes, zähes Holz, wo Pilze auch später ganz schlecht drin wachsen können. Das heißt, wenn die mal eine Verletzung haben, heilen die das gut aus. Wenn ein Sturm so einen Baum später mal biegt, dann ist er sehr elastisch, weil dieses dichte Holz eben sehr viel widerstandsfähiger ist. Ja, und um all das zu erzeugen, bremsen die Elternbäume ihren Nachwuchs so ähnlich wie bei uns Menschen auf, wo man den Kindern sagt, mach mal langsam, renn mal nicht so schnell über die Straße, pass mal ein bisschen auf. Nur dieses pass mal ein bisschen auf dauert halt ein paar Jahrhunderte. Nun ist das, was wir hier in einem Wald sehen, und es gibt ja ganz viele, die gerne in den Wald gehen, spazieren gehen. Der Sonntagnachmittagsspaziergang ist eine bekannte Tradition in Deutschland. Man geht aber im Grunde genommen über solche geheimnisvollen Dinge hinweg. Man sieht die erstmal nicht. Das ist ja das Spannende, was Sie uns in Ihrem Buch auch erzählen, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die man aus dem ersten Blick nicht feststellt. Aber wie haben Sie das denn festgestellt? Wie sind Sie denn da drauf gekommen, jetzt ganz viele Details dieses Lebens der Bäume zu erkennen? Das ist eigentlich eine ganz merkwürdige Sache. Und zwar, als Förster sieht man Bäume ja nur in Form von Brettern oder in Form von Papierholz oder in Form von Spanplattenholz. Also das heißt, ich muss innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Bäume nach Qualitätsstufen einteilen, weil ich im normalen Försterleben Bäume anzeichne, die dann gefällt werden sollen. Und wenn man das mehrere hundert Mal am Tag macht und über viele Jahre hinweg, dann sieht man Bäume nicht mehr als Baum.
Und interessanterweise... Also das ist ein reiner Wirtschaftsfaktor. Das ist ein reiner Wirtschaftsfaktor. Also Bäume sind Holz. Deswegen reden wir übrigens Förster in der Fachsprache auch von Nadelholz und Laubholz und nicht von Laubbäumen und Nadelbäumen. Und wir haben hier diesen jahrtausendealten Buchenwald gerettet, indem wir ihn zu einem Ruheforst, also zu einem Bestattungswald gemacht haben. So, und da sind die Leute rausgekommen und konnten sich einen Baum als lebenden Grabstein kaufen, um sich dort später beisetzen zu lassen. Und die Leute haben gesagt, ach, der ist aber so schön krumm, der Baum. Das ist so wie das richtige Leben, so wie bei mir auch. Und ich habe gedacht, nein, das ist kein schöner Baum, der ist doch total krumm, das ist doch Schrott. Oder die Äste waren so tief angesetzt. Und jemand sagt, ach, das ist aber so schön beschirmend, so behütend, das finde ich schön. Ich habe gedacht, nein, das ist Qualitätsstufe C, also das ist ganz schlecht, das geht überhaupt nicht. Natürlich ist es Quatsch. Und es ist ja fast peinlich, dass man als Förster Bäume nicht mehr vernünftig sehen kann. Aber ich habe wirklich mit diesen Leuten den Wald wieder mit normalen Augen sehen gelernt. Und dann bin ich über Dinge gestolpert, die mir vorher völlig entgangen sind. Das ist aber jetzt nicht nur Ihre eigene Beobachtung, sondern Sie haben ja festgestellt, es gibt ganz viel Forschung zu bestimmten Dingen bei den Bäumen, die sogar bekannt ist. Was sind Dinge, die in der Wissenschaft seit langem bekannt sind, auf die Sie quasi noch mal hinweisen jetzt in Ihrem Buch? Also das Verblüffendste vielleicht, dass Bäume miteinander sprechen. Das weiß man seit den 70er Jahren, dass Bäume sich zum Beispiel vorwarnen, wenn sie von Schädlingen befallen werden. Also wenn beispielsweise ein Borkenkäfer sich in den Baum einbohrt, dann tut dem das weh. Da laufen wirklich auch elektrische Signale in den Baum. Der lagert Abwehrstoffe dann ein, weil er dieses Viech wieder loswerden will. Und der denkt eben nicht nur an sich, sondern der warnt über ein Gas, was er ausstößt, seine Nachbarn in der Umgebung vor. Und die können dann alle vorsorglich schon Abwehrstoffe einlagern und sind gewappnet. Und diese Forschung, die ist seit mindestens 40 Jahren bekannt, aber hat sich eben nicht so im Bewusstsein durchgesetzt, weil diese Forschungsergebnisse halt sehr, sehr trocken präsentiert werden. Jetzt gibt es so einen Begriff der Vermenschlichung. Mhm. Das ist so ein Begriff, der immer dann eingesetzt wird, wenn man sagt, nun lass doch mal die Natur, die ist eben anders als wir. Wir wollen das immer nur aus dem menschlichen Auge sehen. Wie gehen Sie denn mit so einem Vorwurf um, dass wir jetzt sagen, naja, das ist ja ein Baum und das ist ein Lebewesen und der ist so ähnlich wie wir, der agiert so ähnlich und dann sagen andere, nee, das ist vor allen Dingen erstmal Holz und das hat mit dem Menschen eigentlich gar nichts zu tun? Also wir Menschen funktionieren ja zu 80-90% mindestens über Emotionen. Das heißt, wenn wir die Emotionen aus der Sprache rauslassen, dann entmenschlichen wir Sprache. Das heißt, wir verstehen sie nicht mehr. Und das ist genau das, was Forschungsberichte machen. Da sind keine Emotionen drin und deswegen liest sie keiner. Und deswegen versteht die auch keiner, zumindest kein Nicht-Fachmann oder Frau. Und das ist genau das, was ich wieder zurückbringe. Ich bringe in diese Sprachen Emotionen rein. Und wenn wir zum Beispiel sagen, diese Mutterbuche stillt ihren Nachwuchs, dann weiß sofort jeder, was gemeint ist. Wenn ich jetzt irgendwelche biochemischen und biophysikalischen Prozesse hier anführe, aufgedröselt bis in den atomaren Bereich, dann gähnt jeder und sagt, will ich gar nicht wissen und das berührt mich auch nicht. Und das ist halt schade. Das ist genau der Punkt, den ich eben gerne ändern würde. Dann reden wir jetzt mal über die Gefühle der Bäume und vermenschlichen es nicht, sondern akzeptieren einmal, dass es bei den Bäumen auch Gefühle gibt und dass die auch mit Gefühlen umgehen. Und was die Folgen von solchen Gefühlen sind. Und Beispiele haben wir ja hier genug. Ja. Ja, die Menschen sind jetzt gerade auch im Herbst begeistert von den Farben, die wir hier sehen. Aber in jedem Blatt sind verschiedene Farben zu sehen. Also man kann sich einfach mal irgendeins rausgreifen, so wie hier das hier. Und da sieht man, dass wir hier braun haben, gelb, grün. Das hängt damit zusammen, dass der Baum versucht hat, die Reservestoffe, also das Chlorophyll, rauszuziehen. Und das ist ihm hier nicht ganz gelungen. Weil hier kleine Piraten sitzen, nämlich Pilze und Bakterien, die möchten das für sich behalten. Und einfach noch, auch wenn das Blatt schon runtergefallen ist, ein, zwei Wochen davon zehren. Aber das schadet dem Baum nicht. Besonders faszinierend jetzt im Augenblick ist natürlich nicht nur die Farbe der Blätter, sondern auch, wie sie sehr unterschiedlich abfallen. Der eine Baum ist schon mehr oder weniger kahl, der andere hat noch sehr viel Laub. Ist das zufällig oder gibt es da ein System hinter? Da gibt es schon ein System dahinter oder was eigentlich viel schöner ist, da gibt es Charaktere dahinter. Die Bäume, die sind ganz unterschiedlich wagemutig. Die werfen ihre Blätter ab, damit sie dem Schnee nicht so viel Widerstand bieten, dem Sturm nicht so viel Widerstand bieten im Winter, damit sie eben nicht abbrechen. Und das kann man als Baum nur machen, wenn man wach ist.
Aber wenn keine Blätter mehr dran sind, ist ein Baum im Winterschlaf. Das heißt also, er muss vorher sehen, dass er seine Reservestoffe aus den Blättern holt und sie dann aktiv abstößt. Nur wann ist es Winter? Das weiß man als Baum nicht. Und da gibt es Vorsichtige, die sagen, na, also das hat immer schon früh einen Schneeeinbruch gegeben und der Winter kommt dann doch ganz flott, dann werde ich meine Blätter nicht mehr los, das ist zu gefährlich, ich schmeiße sie jetzt schon mal runter. Und es gibt aber auch andere, ne, so wie diesen hier, der hat noch so gelb-grüne Blätter, also ist sehr, sehr spät dran, der sich vielleicht einfach gedacht hat, hey, goldener Oktober, das haben wir doch immer noch gehabt. Ob ein Baum sowas hat oder ob der das dezentral abspeichert, das weiß man alles noch nicht. Also das ist ja das Problem, vielleicht auch das Schöne an Grundlagenforschung. Eine Frage beantwortet, 10 neue Fragen gestellt. Wir haben genug Probleme auf der Erde, aber manchmal, das haben ja die Astronauten schon gesagt, die entweder die Erde umkreist haben oder sogar vor allen Dingen die zum Mond geflogen sind, manchmal muss man sich von zu Hause entfernen, um zu wissen, in was für einem Paradies man lebt und wie wertvoll das ist, was man gerade verlassen hat. Das wäre bei der Mission zum Mars sicherlich nicht so einfach, weil der Flug zum Mars dauert eine ganze Weile, mindestens 6 Monate. Und irgendwann verliert man diese wunderschöne blaue Perle im Hintergrund und vor einem der rote Planet wird einfach nicht größer. Aber ich glaube, als internationales großes Projekt wäre es ganz wichtig, sich mal wieder etwas vorzunehmen, was auch Öffentlichkeit fasziniert. Öffentlichkeit ganz allgemein wird, wenn etwas sich immer wieder wiederholt, also quasi automatisch ist, dann verliert die Öffentlichkeit an Interesse. Es muss sowas her wie ein klares Ziel und wenn das Ziel erreicht ist, muss das nächste Ziel formuliert werden und muss auch erreichbar sein. Aber wenn Dinge sich praktisch wirklich so roboterhaft automatisieren und die Faszination der ISS ist ja immer wieder da, wenn jemand Neues kommt, wie zum Beispiel der Alexander Gerstl, das das gemacht hat, dann gibt es einen Kontakt dafür. Aber man muss natürlich schon sagen, die Öffentlichkeit insgesamt ist nicht so wahnsinnig scharf darauf, wie das noch in den 60er Jahren war, wo wir alle mitgefiebert haben, werden die denn auch den Mond erreichen oder bei Apollo 13 ganz besonders, kommen unsere Jungs auch wieder zurück. Da waren diese 3 Amerikaner, waren 3 von uns. Und da hat China genauso mitgefiebert wie Argentinien oder der Vatikan. Also es war ein globales Phänomen. Und das Mars-Projekt macht insofern natürlich Sinn, einen Roboter dahin zu schicken, aber irgendwann werden wir persönlich hingehen müssen. Aber macht es denn überhaupt Sinn, dass Astronauten so etwas machen? Vor 10 Jahren war Thomas Reiter auf der ISS. Er ist ein halbes Jahr dort oben gewesen. Er hat von dem blauen Planeten geschwärmt. Er hat uns alle am Gewissen gepackt und hat gesagt, überlegt mal, was ihr da für ein Paradies habt. Sie haben ja den Begriff gerade auch benutzt und passt auf, dass das nicht schief geht. Alexander Gerst hat das auch getan bei seinem Besuch auf der ISS. Trotzdem hat das nicht wirklich zu einer Wiedererweckung der Verantwortung dem Planeten gegenüber geführt. Im Gegenteil, wir haben so das Gefühl, wir sind in einer Isolation der Krisen um uns herum. Was sollen wir da mit der Weltraumfahrt? Ja, wie gesagt, das ist... Was die unmittelbare Erdbeobachtung betrifft, gibt es ja inzwischen so viele verschiedene Informationskanäle, dass die ISS und die Astronauten ja dann immer nur der sogenannte menschliche Faktor sind. Das sind welche von uns. Wenn sie dann wieder nach Hause kommen, können die uns was darüber erzählen. Und wie ich vorhin schon mal sagte, was natürlich nicht erlebbar ist für uns, ist die innere Dimension der Erfahrung, die diese Menschen gemacht haben. Das wird für immer in denen drin bleiben. Sie können darüber reden, so viel sie wollen. Letztlich ist es eine Erfahrung, die nur von denjenigen gemacht werden kann, die da draußen ist. Wenn es um die nächsten Planeten geht, also namentlich um den Mars geht, da ist es natürlich eine alte Frage, gibt es noch Leben im Sonnensystem oder hat es nur auf unserem Planeten geklappt? Wäre wichtig zu wissen, ob der Mars das so ein Habitat gewesen ist, also ein bewohnbarer Planet. Aber es gibt noch eine ganz andere Geschichte, an die meiner Ansicht nach viel zu selten gedacht wird, wenn es um die bemannte Weltraumfahrt geht. Das ist die Gefahr durch Asteroideneinschläge. Wir brauchen eine Taskforce, die in der Lage wäre, innerhalb von wenigen Jahrzehnten darauf zu reagieren, wenn Astronomen herausfinden, es gibt einen Einschläger von der Kilometergröße oder noch größer und der wird uns in absehbarer Zeit, also in den nächsten 20, 30, am besten 100 oder 120 Jahren treffen. Dann müssen wir in der Lage sein, einen solchen Einschläger so aus seiner Bahn abzulenken, dass er die Erde nicht trifft. Das ist ein Vorgang, der nicht zu automatisieren ist, sondern das wird eine ganz einzigartige Aufgabe werden, wo meiner Ansicht nach Originalität, Fantasie,
und wirklich auch Querdenker vor Ort sein müssen, um vielleicht Probleme zu lösen, von denen wir hier auf der Erde, wenn wir da nur einen Roboter hinschicken würden, noch gar nicht mal wissen, dass es diese Probleme überhaupt gibt. Wir haben es jetzt gesehen, Rosetta-Mission, da haben wir den Philae da, stellen wir uns für einen winzigen Moment vor, es wäre jemand da gewesen an Bord, der diese kleine Sonde dann auf diesen Kometen gelenkt hätte, die wäre genau ganz sanft weich auf dem Kometen gelandet, weil die Person wäre vor Ort gewesen. Wir waren jetzt Lichtminuten davon entfernt. Wir hätten gar nicht reagieren können. Das Ganze ist automatisiert gewesen. Die Mondlandung wäre auch schief gegangen, wenn kein Mensch da drin gesessen hätte. Genau. Weil sie hatten nur 40 Sekunden. Neil Armstrong hat das Ding mit der Hand gelenkt. Ja. Ja. Und solche Situationen tauchen immer wieder auf. Und gerade bei so einer bedrohlichen Szenario, und ich will jetzt hier niemanden dazu aufrufen, seine Lebensversicherung zu kündigen, aber es ist ja nicht die Frage, ob ein Asteroid auf die Erde einschlägt, sondern nur wann. Irgendwann werden solche Brocken hier einschlagen und ein Warnsystem haben wir schon. Wir haben schon gute Beobachtungssysteme für viele, viele dieser Körper, die im erdnahen Raum in relativ moderaten Abständen die Erdbahn kreuzen. Aber wir müssten viel mehr dafür tun und wir müssten dann natürlich bei Gefahrenmeldung auch in der Lage sein, entsprechend zu reagieren. Und deswegen würde ich sagen, wir machen immer noch viel zu wenig bemannte Weltraumfahrt. Denn sowohl die ISS als diese Langzeiterfahrung, wie reagieren Menschen auf Schwerelosigkeit, wenn sie lange im All sind, was für Experimente kann man da machen, wie kommt man überhaupt klar? Das ist sowohl für den Flug zum Mars wichtig, als eben auch, wenn wir mal über eine ganz lange Dimension nachdenken, dass die Menschheit sich vor einer solchen kosmischen Gefahr retten können sollte. Aber gehen wir noch einen kleinen Schritt zurück und sagen, das kann ja irgendwann mal sein. Ja. Es könnte sehr viel schneller sein, dass diese Erde, so wie wir mit der umgehen, wahrscheinlich unbewohnbar wird. Da gibt es schon die Ersten, die sagen, alles kein Problem, wir gucken im Weltraum, wir finden irgendetwas, dann siedeln wir uns um. Abgesehen von der ideologischen Komponente dabei, ist das ein realistisches Szenario? Also wir sind ja hier unter uns, das ist völliger Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Man kann weder den Mars zu einer neuen Erde machen, der Mars hat nur 10% Erdmasse, das heißt, das ist ein inkontinenter Planet, der kann nichts halten. Seine Gravitation geht immerhin 2,5 Jahre hin. Genau, ja. Also der Mars kann nichts halten, die Venus ist zu heiß. Planeten um andere Sterne herum sind Lichtjahre von uns entfernt. Ein Lichtjahr ist eine so riesengroße Strecke. Mit der Technologie, die wir heute haben, würden wir bis zum nächsten Stern 75.000 Jahre brauchen. Also ich würde mal sagen, zunächst mal sollten wir zusehen, dass wir unseren eigenen Planeten so schätzen und so vorsichtig behandeln, wie wir nur können. Und dann können wir vielleicht irgendwann mal darüber nachdenken, in ganz ferner Zukunft ein Generationenraumschiff loszuschicken. Das wird sich dann vielleicht irgendeinen Planeten suchen. Aber wir haben die Verantwortung für unser Jetzt und für unsere unmittelbare Zukunft. Und da wird uns das Universum nicht helfen. Werden wir Menschen haben, wenn Sie das Generationenraumschiff erwähnen, nicht die bereit sind, dies zu tun, nämlich sich von der Erde zu lösen und irgendwo hinzuschweben, wo auch immer, ohne dass sie die Sicherheit haben können oder sogar sicher sein können, dass sie nicht mehr auf die Erde zurückkommen können. Es gibt ja Erste, die bereit wären, eine solche Mission, ja, genau, Richtung Mars durchzuführen, genau, diese One-Way-Mission. Ja. Werden Menschen so etwas aushalten können, ins All, in das Schwarze zu fliegen, ohne jemals wieder zurückkehren zu können? Also wenn sie es nicht aushalten, wird die ganze Mission scheitern. Man kann sich vielleicht ein bisschen damit trösten, dass man Anfang des 19. Jahrhunderts auch nicht gedacht hat, dass man mit 30 oder 40 Stundenkilometer mit einem Zug sich bewegen kann. Da dachten alle, man wird zerquetscht werden. Wir rasen heute im Flugzeug mit 900 Kilometer in der Stunde um den Planeten herum. Also was Lebewesen alles aushalten, das ist wirklich dann eine Sache der Empirie, das muss erforscht werden. Deswegen betreiben wir ja momentan auch eben mit Raumstationen Raumfahrt, aber auf die ganz lange Sicht müssen wir Technologie entwickeln dafür. Und wenn wir Technologie vertrauen, dann halten wir das ja auch aus. Wir haben ja, wenn wir uns heute in unsere Automobile setzen, dann machen wir uns keine Gedanken mehr darüber, welche komplexe Technologie da vorne drin ist. Und ich glaube, auch für eine raumfahrende Zivilisation würde in ferner Zukunft irgendwann Raumfahrt einfach sowas sein, wie es heute für uns die Busfahrt ist. Nur muss man sich natürlich darüber klar sein, es werden Ressourcen gebraucht. Diese Ressourcen wären dann Ressourcen von planetarer Dimension. Eine raumfahrende Zivilisation, wie sie zum Beispiel in Science-Fiction-Filmen oft dargestellt wird, die verbraucht die Ressourcen von ganzen Sonnensystemen.
Da ist es also nicht mehr damit getan, einen eigenen Planeten auszuräumen, sondern da muss man Asteroiden ausräumen, da muss man andere Planeten ausräumen. Man kann ja mal so für Spaß sich die Frage stellen, sowas wie dieser Todesplanet bei Star Wars, wie viele Metalle müsste man denn da zusammenkratzen, um so ein Ding überhaupt hinzukriegen, geschweige davon, dass man das auch konstruieren kann. Das ist alles ferne Science Fiction, da bleiben wir lieber momentan vielleicht eher bei so einer Vorstellung wie dem Marsianer. In diesem Film, wo mal klar gemacht wird, aha, wir könnten ja irgendwann mal zum Mars fliegen. Und wer weiß, was man auf dem Mars alles findet, aber möglicherweise werden wir nur feststellen, dass wir auf einem sehr staubigen Planeten gelandet sind und dass der schönste Platz im ganzen Universum der Planet ist, den wir Erde nennen in unserem Sprachgebrauch. Sie schauen als Astrophysiker begeistert in den Weltraum. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine solche Exkursion in den Weltraum zu unternehmen, ohne zurückzukehren, sicher sein zu können, dass Sie wieder auf die Heimat, auf den Heimatplaneten zurückkommen, aber unglaubliche Erkenntnisse übermitteln könnten, würden Sie das machen? Lessing hat mal auf so eine Frage geantwortet, wenn mir Gott anbieten würde, die ganze Wahrheit oder immer nur die Neugier auf die Wahrheit, dann würde er sich immer für die Neugier entscheiden, weil die ganze Wahrheit ist nur für einen Gott. Ich würde lieber weiter fröhlich und neugierig sein und auf meinem Planeten bleiben. Dieses Universum ist sehr faszinierend, aber es ist mir zu groß, es ist mir zu leer und wichtige Menschen in meinem Leben wären nicht in meiner Nähe. Und das ist es mir nicht wert. Im Rückblick muss ich einfach mir eingestehen, dass ich ein Mensch war, der im Grunde genommen etwas gesucht hat, so einen Kick, um ganz wach zu sein. Weil ihm auch alles zu leicht zugeflogen ist. Das weiß ich aber erst heute. Und bei diesem Klippensprung in Mexiko, wo ich mich so verletzt habe, war es eben auch so, dass ich oben gestanden bin auf 13 Meter Höhe, in mich gegangen bin vor dem Sprung und noch einen Impuls bekommen hatte, der sagte, spring nicht. Aber ich habe gedacht, es sei Angst, die ich überwinden muss. Aber es war Intuition. Und ich finde es manchmal schwierig, das eine vom anderen zu unterscheiden. Was ist Angst, was ist Intuition? Ich dachte, es war Angst, es war aber Intuition. Und da bin ich gesprungen, hatte keine Körperspannung. Und da werden 13 Meter auf einmal sehr hoch und das Wasser sehr hart. Ich bin dann aufgekommen, habe mir den Kopf überstreckt und den 7. Halswirbel hat sich gelockert und in die Wirbelsäule geschoben und ich war sofort gelähmt. Was ist da unter Wasser passiert? Sie waren, wenn Sie gelähmt waren, ja in Todesgefahr. Ja. Das ist der Impuls, dass ich jetzt sterbe, das wusste ich irgendwann mal, weil ich wollte natürlich schwimmen, konnte es nicht, bin untergegangen und habe Wasser geschluckt. Und dann war natürlich der Todeskampf da. Und das war intellektuell bis jetzt eine Klarheit, dass ich mal sterben werde, aber da war es emotional greifbar, weil es war klar, du stirbst jetzt. Wie geht man in einem solchen Augenblick mit dieser Sekunde, Zehntelsekunde um? Was passiert da? Ja, aus heutiger Sicht war es faszinierend, weil es gibt dieses Nahtodeserlebnis. Von der Wissenschaft wird es als ein Hormoncocktail beschrieben, von spirituellen Menschen als eine Dehnung des Bewusstseins. Es ist ein komischer Zustand, weil irgendwas ist einem sehr ruhig und auf der anderen Seite ist ein Todeskampf. Es ist fast wie eine Spaltung des Bewusstseins. Das sind natürlich Momente, die sehr intensiv sind und da braucht man ein paar Jahre, um zu verstehen, was da passiert ist. Als Sie merken, dass Sie querschnittsgelähmt sind, als Sie dann im Krankenhaus sind, als die ersten Behandlungen beginnen, wie haben Sie sich da gefühlt? Wir sehen die Umgebung hier jeden Tag mit dem eigenen Körper zu tun. Das hat Ihnen riesen Spaß gemacht. Sie haben das als Herausforderung betrachtet. Das ist ja auch eine Einheit von Körper und Geist, die dann irgendwann auftaucht. Sie haben dann immer noch mehr machen wollen. Sie waren sehr erfolgreicher Tennisspieler. Sie haben viele Sportarten sehr gerne gemacht. Ist das ein ganz besonderer Rückschlag für jemanden, der so seinen Körper auch mag? Ja, aber ich hatte diesen Sport, diese Bewegung, dieses Strecken, diese Grenzerfahrung, war nicht auf den kompletten Körper beschränkt, sondern es war eine geistige Einstellung, also eine Philosophie. Und dann konnte ich die Philosophie, die ich auf den ganzen Körper angewendet hat, eben auf die 10% noch anwenden. Und ich habe mich dann auch mehr vergeistigt. Also ich habe mehr diese Energie auch transformiert, wenn Sie so wollen, in Denkprozesse. Also ich habe die Philosophie genommen und übertragen in meinen neuen Zustand und habe nicht so sehr unter dem gelitten, was mir weggenommen wurde.
dass das eine große Stärke werden sollte, auch später, auch in meinem beruflichen Wirken, das war mir damals aber noch nicht klar. Aber das waren 90%, die nicht mehr funktionierten bei Ihnen. Also das war ein Kopfmensch plötzlich und nicht mehr ein Kopf- und Leibmensch. Ja, das war aber 10% Leib auch noch. Das ist also die Frage, worauf Sie sich konzentrieren. Wenn Sie aber jetzt nur bei jedem Veränderungsprozess sehen, was Ihnen weggenommen wird, dann sehen Sie ja den Verlust. Und wenn Sie im Verlust sind, dann sind Sie ja in etwas, was Sie nicht beeinflussen können. Und ich wusste nicht, dass das so eine ausgeprägte Stärke ist, dass ich sofort sehr schnell die 10 sehen kann. Natürlich habe ich gelitten, aber meine Emotionen immer mehr hinter die 10 bringe und auf der aus einmal so viel mehr schöpfen konnte, dass ich trotzdem wieder eine tiefe Erfüllung im Leben gefunden habe. Aber das kann nicht von heute auf morgen geschehen sein. Da muss man doch dran arbeiten. Ja. Da ist ja erstmal ein unglaublicher Schock, ein traumatisches Erlebnis, was Sie verarbeiten müssen. Wie tief hat Sie das denn runtergebracht? Sehr. Und zwar gibt es zwei große Zweifel, Ängste und auch Grenzerfahrungen in dem Moment. Die erste war, wie kann ich mir das antun? Also warum habe ich bis jetzt mich in solche Grenzerfahrungen gebracht? Warum habe ich das Leben nicht wertgeschätzt? Wie konnte ich mir das antun? Das war ein tiefer Zweifel. Und der zweite war, was bin ich noch wert? Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Wir werden trainiert oder erzogen, anderen zu dienen, irgend für was nutzbar zu sein. Und ich habe mich eben nutzloser wie eine Zimmerpflanze gefühlt. Ich habe gedacht, ich werde nur noch anderen zur Last fallen. Und das waren zwei sehr große Sorgen und Ängste. Wenn Sie den eigenen Körper dann nur noch zu Teilen gespürt haben, haben Sie das manchmal verglichen mit dem, was Sie hier noch in so einer Leichtathletikhalle vollbringen konnten? Und haben Sie diesen Vergleich irgendwann als erledigt betrachtet oder wie geht man damit um? Ja, ich war ja erstmal nur mit mir beschäftigt. Also 90% gelähmt, 10 ist da. Der Kopf sagt, konzentriere dich auf die 10. Die Emotion sagt, warum sind die 90 weg? Und dann muss man diese Emotion hinter die 10 bringen. Und ein Killer ist vergleichen. Nicht nur für einen Querschnittgelähmten, sondern für jeden Menschen. Wenn er sich zu sehr vergleicht, sieht er immer, was andere machen können. Mir war relativ schnell klar, wenn ich mich vergleiche, zum Beispiel, ich brauche länger beim Anziehen, beim ins Auto einsteigen, dann wird das für mich ein mentales Grab werden. Also musste ich lernen, ganz bei mir und meinen Möglichkeiten zu bleiben. Die anderen leben ihr Leben, als Fußgänger oder wie auch immer, und ich lebe meins mit meinen Möglichkeiten. Ich muss zugeben, das ist eine heftige Schule, aber auch eine sehr klärende Schule. Die machen auch einem sehr bewusst, um was es geht im Leben. Sie haben ja dann in der Reha im Grunde genommen Ähnliches gemacht, fast wie das, was Sie hier gemacht haben als Sportler. Ja. Sie mussten den Körper wieder versuchen, an einen Punkt zu bringen, wo er so weit funktionierte, dass Sie leben konnten, einigermaßen autonom leben konnten. Wie haben Sie so eine Reha denn erlebt? Man hat ja wahrscheinlich da auch immer wieder Rückschläge. Bei mir war es etwas anders. Das haben die Psychologen, die mich betreut haben, aber auch beschrieben. Ich habe eine erste Phase gehabt, die ging so 2 Monate richtig runter. Und nach dieser Phase ging es ganz beständig und konsequent nach oben. Nicht in einem Push und auch nicht nach unten, sondern mit diesen Ergebnissen und Erfahrungen habe ich mich konstant weiterentwickelt. Das ist natürlich extrem, weil ich habe 4 Minuten für eine Socke gebraucht und beim ersten Mal anziehen fast 4 Stunden. Da war 4 Stunden anziehen, klasse, 4 Stunden ausziehen, kannst du gleich im Bett liegen. Aber schafft man das besser als ehemaliger Sportler? Ist man da disziplinierter? Ja, man ist disziplinierter. Man nimmt das als Herausforderung oder auch ein bisschen bissiger und sagt, ich habe dieses Ziel und dann erreiche ich das. Und dann gibt es mir Selbstvertrauen, dann setze ich mir wieder dieses Ziel. Und dann ist es, wie gesagt, wieder eine Philosophie, die ich von früher hatte. Ich musste es nicht neu lernen. Ich hatte das durch Training, durch Wettkampfpläne, hatte ich das in mir. Und ich weiß, wenn Menschen der Sport genommen wird, dass sie zusammenfallen, weil es um den Sport ging. Bei mir ging es aber immer um die tieferen Prinzipien dahinter. Und die konnte ich auch jetzt anwenden. Dieses Drehen, das ist ja im Grunde genommen 180 Grad Drehen. Sie haben 90% Ihrer körperlichen Fähigkeiten verloren, haben noch 10. Jetzt haben Sie versucht, diese 10 quasi wieder zu 100% zu machen. Oder sehe ich das falsch? Ganz genau. Ich habe mich dann auf das konzentriert. Das andere ist auch da, ist ja auch wichtig. Man darf es ja auch nicht negieren. Und habe aus diesen 10 das Maximum rausgeholt und halte das dementsprechend auf einem hohen Niveau oder Level. Und das ist so zu meiner Philosophie geworden. Konzentriere dich auf deine Einflussmöglichkeiten, beschwer dich, alles andere wird ausgeblendet und mach aus dem das meiste, was du machen kannst. Im Grunde genommen, auch bei einem selber, konzentriere dich auf deine Möglichkeiten und werde einfach der Beste, der du sein kannst, weil mehr geht ja echt nicht. Mehr geht nicht. Glücklich ist nicht der, der anderen so vorkommt, sondern der sich selbst dafür hält.
Und ich lebe so viele Menschen, die ein Bild des Glücks abgeben wollen, ein Bild der glücklichen Ehe, ein Bild der glücklichen Kinder, ein Bild der glücklichen Familie und hinter diesem Bild sich aushöhlen. Schauen Sie, wenn Sie in ein Spiel gucken und sagen, wie geil ist das denn? Und gehen um die Ecke und einer sagt, Sie sehen aber nicht glücklich aus. Jetzt sind es den Leuten wichtig, was die anderen über einen denken. Glücklich ist der Mensch, der einfach sagt, wie toll ist das denn? Und das fehlt an allen Ecken und Enden. Es wird überall das vorgegeben, ein Image, eine Rolle oder aufrechterhalten. Und ich sehe es immer so, wenn ich bei Empfängen bin und Paare wollen besonders glücklich sein, dann weiß ich, die stehen kurz vor der Scheidung. Ich nenne das den Van der Vaart-Effekt. Ich habe auch diese Chance wirklich gesehen, dass ich einen Unterschied für andere Menschen machen kann. Dass mein Lebensweg, meine Geschichte nicht nur für mich, sondern in einem größeren Zusammenhang auch für andere einen Vorbildcharakter werden kann. Und das ist es ja auch geworden. Und das hat mich wirklich inspiriert. Aber wenn Sie diese letzte Essenz an Dynamik und an Energie nicht gehabt hätten, oder derjenige, der sie nicht hat in der Situation, können Sie verstehen, dass jemand sagt, ich mache jetzt Schluss, ich begehe Selbstmord? Kann ich. Ich möchte nicht hingehen und sagen, das, was ich erlebt habe, dann zu einem Imperativ zu machen, das muss so sein, jeder kann das und so weiter. Nein, nein. Ich kenne die Grenze, an der Sie vorbeigehen, wo die Verzweiflung so groß ist, wo Sie es nicht hinbekommen, wo die Selbstmitleid so unerträglich wird, dass in Ihnen Sie einen Grenzgang gehen. Und dass Sie dort abbiegen und in eine andere Richtung kommen, als an der, in der ich jetzt bin, die Gefahr ist groß.